Los geht's und das Tempo ist natürlich hoch. Es sind Staatsmeisterschaften allgemeine Klasse, 3x1000 Meter. Da geht so richtig die Post ab und das Wetter ist super für 1000 Meter. Applaus, Applaus, Applaus für die Männer. Jetzt geht's ordentlich rund. Felix Rampelt vom KUS ÖBV Pro Team 2 führt das Feld an. Von Felix Schubeck. Es ist das Feld schon ordentlich auseinandergezogen. Felix Schubeck übernimmt jetzt die Führung. Jahrgang 2000, das ist einer der jüngeren, aber ein super Läufer. Dieser Felix Schubeck gibt hier jetzt das Tempo vor. Vielleicht gibt es auch eine Absprache bei den beiden Teams vom KUS ÖBV Pro Team. Haben zwei sehr starke Teams hier am Start. So, liebe Fans, klatschen wir kräftig in die Hände. Das ist ein super Rennen, das die hier abliefern. Yannick Schusser ist der Dritte im Bunde. Der Klagenfurter hält hier gut mit. Immer noch schön beisammen, die beiden Athleten vom KUS ÖBV Pro Team, Felix Schubeck und Felix Rampelt. Und der Klagenfurter, der hängt sich hinten dran, Yannick Schusser. Leicht zu erkennen, in Rot mit dem weißen Stirnband. Jetzt gibt der Kärntner, oh, wartet nicht Gas, schaut euch das an. Boah, der lässt die beiden noch Platz stehen, nein, doch nicht. Felix Rampelt hängt sich dran. Und jetzt kommen wir gleich zur Übergabe an die zweiten Läufer. Jawohl, Applaus, 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 das ist ein fantastisches Rennen. Felix Rampelt holt sich die Führung zurück. Und übergibt dann Dominik Andermann. Felix Schubeck übergibt dann Nikolas Andermann. Und die Kärntner werden jetzt vertreten durch Morgan Schusser. Jetzt ist sein Zweierduell vorne. Morgan Schusser. Morgan Schusser jetzt in Führung. Jawohl, das ist der Mann in Rot. Natürlich ist noch nichts entschieden, aber diese drei Läufer haben doch schon einen gehörigen Vorsprung. Und der Kärntner wird hier als erster bei uns vorbeirauschen. Morgan Schusser vom LAC Klagenfurt. Dicht gefolgt Nikolas Andermann und Dominik Andermann. Einen riesengroßen Applaus für diese Topläufer. Ah, fantastisch, spannendes Rennen. Eine Runde geht's noch, dann wird wieder übergeben. So, der Kärntner ist immer noch vorne. Meter noch bis zur nächsten Übergabe. Der Kärntner immer noch in Front. Morgan Schusser und die Andermann-Brüder vom KUS ÖBV Pro Team an der Stelle 2 und 3. Da ist noch lange nichts entschieden. Die halten sich prächtig und da hinten pirscht sich noch einer heran. So, jetzt heißt es wieder kräftig unterstützen. Machen wir ein bisschen Lärm hier im Ternitz. Wer mischt hier noch mit der 286? Das ist die TSG Wien, vertreten von Ulrich Spieß. Er schiebt sich hier immer näher dran.
die letzten 100 Meter, dann kommt die Übergabe. Es hat sich noch einmal ein bisschen zusammengeschoben zwischen Platz 1 und 4. Bei Kärnten übernimmt jetzt Andreas Pachler. Morgan Schusser hat das wunderbar gemacht. Und bei den KOS ÖBV Pro Team Burschen übergibt Nikolas Andermann an Dimitri Kudronowski und Dominik Andermann an den Staatsmeister über 800 Meter von der Halle, Dominik Stadelmann. Und schaut euch das an, der Dominik, der übernimmt hier gleich mal ordentlich das Kommando. Meter 3,15, Dominik Stadelmann, Staatsmeister über 800 Meter. Und Dimitri Kudronowski an der zweiten Stelle. Dahinter ist es auch noch ganz schön eng. Also, super spannend, diese 3x1000 Meter der Männer. Staatsmeister über 800 Meter geworden in der Halle im Februar in Wien. Und über 1500 hat er sich den zweiten Platz geholt. Dominik Stadelmann jetzt mit gutem Vorsprung, aber es ist noch nicht vorbei. So, jetzt heißt es wieder ordentlich Stimmung machen. Dominik Stadelmann in Führung an der zweiten Stelle. Jetzt die DSG Wien, Sebastian Frey, die haben mächtig aufgeholt. Unfassbar. Und an der dritten Stelle Dimitri Kudronowski. Von KSÖBV Pro Team 1. Der RC Klagenfurt jetzt an der vierten Stelle, vertreten durch Andreas Pachler. Und die letzte Runde ist bereits in Gang. Dominik Stadelmann nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs, aber der Kuchen ist noch nicht gegessen. Die DSGler, die haben mächtig aufgeholt. Sebastian Frey macht ein fantastisches Rennen. Wird hier nochmal spannend. 150 Meter sind noch zu absolvieren. Dominik Stadelmann nach wie vor in Front. Jetzt bereiten wir Ihnen einen super Empfang hier im Ziel. 3x1000 Meter der Männer. Das Duell lautet Dominik Stadelmann gegen Sebastian Frey. Und der Staatsmeister über 800 Meter setzt sich hier durch. Der Sieg geht ans KOS-ÖBV Pro-Team. Dominik Stadelmann bringt hier alles ins Trockene, holt sich Platz 1. Die DSG Wien an der zweiten Stelle und das KOS-ÖBV Pro-Team 1 mit Dimitri Kudronowski als Schlussläufer an der dritten Stelle. Fantastisches Rennen. Burschen, das war spitze. Vielen, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass bei den Mädchen, Entschuldigung, bei den Damen natürlich genauso spannend wird. Während der Thomas Schnallinger für die Urzelins Oberbanktruppe das Staffelholz ins Ziel bringt. Nochmals Gratulation ans KOS ÖBV Pro Team. Felix Lamprecht.